Was up, Leute? Hier ist wieder Draglinus mit Let's Play Kingdom Hearts komplett. Im Abschnitt Kingdom Hearts 1, wo wir jetzt in Halloween Town sind und Sally finden sollen, die offenbar ein paar Erinnerungen in sich hält, die wir benutzen können, um ein Herz nachzustellen. Jack! Jack! We have a major crisis! The Heartless are completely out of control! We can't stop them! Maybe our experiment triggered something. Everything will be fine, Mayor. You have nothing to worry about. Tja, das ist wohl schief gelaufen. Ne? Egal, wir gehen raus und dann werden wir auf dem Fallballplatz halt gegen sie kämpfen. Solange wir jetzt nicht irgendwelche Geschenke verteidigen müssen, ist ja noch alles okay. Oh, das wird schon viele Erfahrungen geben. Aber die geben trotzdem nur 10. Die Hasslosen. Wabade, 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 wabajack, 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 wabajack. War es ja auch so, dass die Genutinen und alles so angreifen? Gab's da nicht irgendwie so ein Feature? Im zweiten Teil ja, aber hier? Wabade, und was ist hiermit? Sonic-Stoß. Warte mal. Don't give up. Stimmt, ich habe eine neue Fähigkeit bei Sora rangemacht. Die habe ich gemacht, bevor wir zu Ursula sind. Ich habe da den Purzelbaum abgelegt, weil brauchten wir nicht. Jetzt inzwischen habe ich wieder ein paar AP dafür. Die Luftkombo können wir auch ausrüsten. Perforieren ist das, was ich rangemacht habe. So, Donald habe ich den Berserker abgelegt, weil er muss nicht unbedingt die ganze Zeit verrückt spielen. Und was ansonsten Goofy angeht, der hat irgendwie wenig AP. Nun gut. Sally. Wo werden wir Sally denn finden, wenn wir sie suchen? Was wir tun? Ich will das Item, bevor es irgendwie verschwindet. Hi, Potion. Tschüss, Potion. Hör auf zu verschwinden. Wir bekämpfen euch schon seit wir in Monstro sind. Das sind 3 Welten. Und euch gab es ja auch schon in der Atlantika-Welt. Also, das sind wirklich genau 3 Welten. Es wird langsam Zeit, dass ihr gut werdet. Ihr habt mir schon damals nur 10 EP gegeben und nicht viel gerissen. Ha? Der Sonic-Stoß ging, glaube ich, auf die MP meiner Teamkameraden. War da was? Weil die sind gerade beide leer, deswegen vermute ich das einfach mal. Nee, offenbar nicht. Offenbar kann ich das einfach mal so zwischendurch machen. Ich weiß nicht, was mit dem Perforieren ist. Sonic-Stoß nicht perforieren? Ist das nicht irgendwie dasselbe? Ich frage mich gerade aber eher, wie ich hier weiterkomme. Ich muss jetzt zum vor dem Pletto-Dings da irgendwie zum... Nein. Das ist definitiv nicht richtig. Irgendwie muss ich zum Friedhof oder so? Ich verfranz mich hier gerne. Wenn ich hier hochgehe, könnte ich vielleicht was haben. Also ich genieße diese Attacke, das muss ich sagen. Meine MP gehen dafür drauf. Genau so ist das. Für jedes Mal, wo ich das einsetze, kriege ich MP-Verluste. Ich wollte schon sagen, das kann doch nicht ohne einen Preis kommen. Hügel des Sarges, oder wie hieß das jetzt? Das Mikrofon verdeckt alles. Vielleicht ist sie hier. Aber zuerst müssen wir uns um die Herzlosen kümmern. Davon sind viele hier. Aber es ist immer schön, die Option für den Sonic-Stoß zu haben. Trotzdem, nichts toppt in diesem Let's Play die Musik von Monstro. Nicht mal Luzid-Splitter. So. Sehr schöne Rollattacke. Habt ihr das gesehen gerade? Sehr schön. Und so rausgeführt. Und neue Gegner. Da setze ich doch gerne mal ein. 2 MP-Ladungen also. Das habe ich beobachtet. Oh, sie gern aber sofort davon zernichtet. Meine Güte, das hilft. Auch gegen Bosse wahrscheinlich richtig gut. Zero. Oder Zero. Zero, have you seen Sally anywhere? Is something wrong, Jack? Was machst du da? Oh, everything's going great.
We're going to have the best Halloween ever. All we need now is your memory. Memory? You mean this? Vergiss mal nicht erhalten. Jack, I have a bad feeling about this. Why don't you try something else? There's still time. Nothing could beat what I've got planned. Once we get the Heartless a heart, they'll dance just as I envision it. Trust me, you're going to love it. Na, wenn du dich da mal nicht vertust, Jack Sparrow. Oder Skellington. Vergiss mal nicht, Erinnerung. Das ist aber sehr komisch. Mir ist nicht wohl dabei. Hoffentlich überlegt sich Jack das nochmal. Ich bin glücklich, wenn er glücklich ist, aber ich mache mir auch Sorgen wegen ihm. Ich bin besorgt um ihn. Warum? Weil ich bin es einfach. Sehr gute Erklärung. Könnte ich nicht besser sagen. We do. Gosh, you really are stupid. Isn't it obvious? Tell Oogie Boogie. And does the terror begin? Ich wünschte, wir hätten wenigstens mal einen Sandsack in diesem Let's Play, den wir irgendwie, keine Ahnung, verprügeln könnten. Lass mal wieder orientieren, wo war denn jetzt das Haus? Da. Da ging's rein. Okay. Gut, okay. Hier sind wir jetzt. Professor ansprechen und dann haben wir's. Hieß er nicht Plato oder so? Ja, da ist es. Jetzt fehlt nur noch eine Zutat. Wir brauchen Überraschung, um das Herz zu vollenden. Der Bürgermeister weiß, wo sie ist. Nice, legit. Okay, woher? That bonehead Jack is really making a heart. I'll be jiggered. That works for me. Ooh, when I get my hands on that... Well, I've got no hands, but I'm still gonna nab that heart and control the heartless. Apropos Sandsack. Ich glaube, Kingdom Hearts erhört meine Gebete. Nein, was ich anmerken wollte... So, ich glaube, wir haben alles. Los, startet das Experiment. Oh nein, das ist nicht schiefgelaufen. Das könnte an dem Herz liegen. Oh, aber uns fehlt noch unbedingt das und das. Warum ist uns das vorher nicht eingefallen? Ich weiß es nicht. Just saying. So, 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 so. Ich glaube, ich mache einfach einen Sonic-Stoß, weil das jetzt einfach mal gut kommt. Ab und zu mal, aber ich sollte auch ein paar MP wieder sammeln. Ich könnte mich ja nicht mal heilen, wenn der Notfall jetzt das unbedingt verlangen würde. Nicht, dass er es tut, aber ihr wisst schon. 3 Tech, wie viel geben die sonst noch? War das nicht irgendwie 16 jetzt? Okay. Ich glaube, ich gehe erstmal mit dem 16, Tatsache. So. Heilung wäre jetzt vielleicht auch mal angebracht, so zwischendurch. Es kommen hier noch mehr. Naja, das kann man ja begrüßen, wie man will. Ich glaube jetzt, 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 ich glaube jetzt. Ich mache euch alle platt. Ich glaube euch jetzt platt. Ist hier noch ein? Da. Bin ich doch gerade an ihm vorbeigelaufen. Habe ich doch aus dem Kamerawinkel gesehen. Normalerweise blickt man ja aus dem Augenwinkel, aber ich blick halt aus dem Kamerawinkel. Lasst mich! So, da haben wir die Speicherstation, aber ich werde erstmal alles auf dem Weg hier niedermachen. Und...
Ich wusste gar nicht, dass hier hinter dem Haus noch weitergeht. Wobei, war ich hier nicht schon? Ich glaube, es gibt zwei solche Brunnen mit solchen Käfigen. Pass auf, sonst kommen da noch drei Explodierviecher raus, wie bei Dark Souls 2. Ja, es ist derselbe. Und da hatten wir eben das namensgebende Pfeilbeil im Hintergrund die ganze Zeit. So. Also MP zurückgewinnen, das ist definitiv gegeben hier. Wepada, wepada. Erstmal auch mit Tech hier angreifen, damit wir auch schön alles hier und hier machen. Und bam. Vor allen Dingen diese Betäubungsklinge ist super. Wenn die Gegner betäubt sind und kampfunfähig und dann nicht viel machen können. Also ich kann mir kaum was Schöneres vorstellen. Was ich im letzten Part übrigens angemerkt habe, zu wegen Side-Content. Ich glaube, wenn ihr die Story von Kingdom Hearts 2 kennt, dann wisst ihr, welchen Side-Content ich auf jeden Fall machen muss. Und ich meine Kingdom Hearts 2, aber tatsächlich wird das auch in Days eine Rolle spielen. Was im Prinzip dasselbe ist. So, ich habe jetzt fast meine MP wieder, dann kann man jederzeit wieder einen Sonic-Stoß nachsetzen. Sonic Boom. Immer diese 10. Gib mir wenigstens 16. Danke. Gut, das sollte ein bisschen gewesen sein jetzt hier. Och, ich genieße auch gerade die Lebensleistung und die MP-Leiste, dass die beide so groß sind. Wo noch? Da also. Kein Herzloser bleibt hier am Leben, hörst du? Das Platztor, da können wir mal gerne von wegbleiben. Ich gehe wieder auf den Friedhof zu, oder wo kann ich jetzt noch hingehen alles? Ich weiß es nicht. Ich sammle auf jeden Fall schön viele Taler ein. Wenn ich mir hier und da ein paar Items liegen lasse, also Taler und Lebenskügelchen, regt euch nicht drüber auf. Ich sehe das halt nicht wegen meinem Mikrofonständer. Ist keine Absicht. Okay. So, wir sind jetzt fast komplett voll. Oh, hör auf mit dem Rumspringen, hör auf mit dem Angreifen. Mach am besten gar nichts. Die Gegner sind mir am liebsten, wenn sie wirklich gar nichts machen. So, und hier setzen wir jetzt keinen Sonic-Stoß nach. Das ist wieder Laboreingang. Irgendwie drehe ich mich hier im Kreis. Hier wollte ich hin. So. Sehr schön? Fragezeichen. Hallo, ich bin's. Dann halt nicht. Meinetwegen. Ist ja nicht so, als hätte ich darum gebeten, unbedingt hier der Gast sein zu dürfen. Dann gehe ich halt wieder auf den Friedhof. Oh. Ich begrüße es, dass jetzt diese Stärkeren da sind. Schön viele Erfahrungspunkte. Schön schnellere Level-Ups. Sehr schön. Und wieder zum Ort des Sarges. Ihr seid hier wieder. Ich habe keine Ahnung, ob ich jetzt hier hin muss. Ich habe ehrlich gesagt gerade gar keine Ahnung, wo ich hin muss. Aber Sora sagt es, das ist es. Die stehen jetzt hier alle so, als wäre das irgendwie richtig, aber ich glaube, es war vorher bloß nicht so, dass die hier standen, weil Sally halt hier war mit dieser Cutscene. Dass hier einfach keine Gegner sein sollten. Ich klopf euch, ich klopf euch, ihr kloppt mich definitiv nicht. Danke fürs Auftauchen. Ich sorge dafür, dass ihr den Dirkbach runtergeht. Okay, noch mehr. Wie komme ich jetzt auf diesen Friedhof da eigentlich? Ich kann hier mit dem... Nein, das ist der Sonic-Stoß, den ich hier nur machen kann. Ich dachte, ich hätte dann Aktionskommando mit dem Sarg. Särge, Säcke. Meine Güte. Was hier alles so rum ist. Oh. Oh. Ich bin komplett richtig. Na, da schau mal einer, guck. Genau. Der Typ sollte es ja wissen. Dann halt so. Oh, bei den Grabsteinen erschienen Geister. Untersucht die Grabsteine in der Reihenfolge, in der die Geister erschienen oder erscheinen. Wenn ihr euch irrt, erlebt ihr eine Überraschung. So. Schön, hervorragend. Schaut nun in die Kürbis. Wo ist der?
Kürbis? Oh. Sehr schön. Überraschung erhalten. Vielen Dank, Amador 4. Und auch nicht. Sagst du noch was? Na, das war eine Überraschung, was? Definiere das. Es war eine handfeste Überraschung. Ja, aber definitiv nichts, was mich überrascht hätte. Fungi? Na, von mir aus? Noch mehr Fungi? Warum? Warum existiert die jetzt hier? Hör auf, dich so unsterblich zu machen. Und hör auf, dann nebenbei noch zu vergiften, meine Güte. Sonic, Stoß. Okay, es hat offenbar nichts gebracht. So, dann nehme ich nochmal Sonic Stoß, auch wenn du die ganze Zeit unsterblich bist und wirklich gar keinen Schaden nimmst. Jetzt habe ich dich. Mir geht wenigstens schön viel Erfahrung. Boah, der nächste ist auch schon explodiert, hä? Warum sind wir jetzt hier auf dem Friedhof? Das ist die größte Überraschung jetzt. Untersuchen. Sieht aus wie ein Docht. Vielleicht mal anzünden. Das hier. Ich habe Feuer jetzt. Feuer. Okay. Leute. Ah. Oh. Gut. Also gut. Um dahin zu kommen, das hier untersuchen, dann von dort aus wieder zurückgehen, dann bin ich wieder auf den Friedhof. Oder ich habe eine andere Abzweigung genommen. Ja, stimmt, ich bin woanders lang gegangen. Ich dachte, es gibt nur einen Ausgang und deswegen war ich verwirrt, dass ich jetzt hier rauskam. Oh, noch mehr Fungi. Hör auf damit! Du wirst untergehen! Hm, dann halt nicht. Aber ich will definitiv nicht durch hier sterben. Donald und Goofy haben tatsächlich einen der beiden platt gemacht. Oder der drei. Na, wirst du noch viel fallen lassen? Sehr schön, er wird wieder verwundbar. Oh ja, er lässt einiges fallen. Aber nicht so viel wie der erste. Na, schade. Was ich mir gucken wollte, war, ob hier jetzt noch irgendwelche, keine Ahnung, Kisten, sonst was sind. Irgendwas Mysteriöses, Mystisches. Alles umsonst. Da war aber gerade was. Hochheben. Ja, toll. Hier noch was? Nee. Tja. Dann bleibt mir keine andere Wahl. Sehr schön. Das Feuer habe ich genossen. Genau, halt's oben, Goofy. So. Okay. Dann können wir wieder zurück und die Überraschung dazu addieren. So, wir sind hier schon in einer der letzten Welten tatsächlich, bevor es so richtig an die Hauptstory reingeht. Das alles ändert jetzt nicht so ganz viel. Wir haben danach nur noch Halloween Town. Ich glaube, ich kann es ja schon benennen. Nimmerland kommt auf jeden Fall und ich glaube, dann sind wir schon in Hollow Bastion. Was so ein bisschen sowas ist wie die andere Seite von Traverse Town. Befindet sich auf jeden Fall in derselben Welt. Ich bekämpfe euch einfach, damit ich nicht irgendwann unterlevelt bin. So. Ich mag euch, ihr seid gut, gebt Erfahrung ohne Ende. Dennoch habe ich schon Gegner bekämpft, die 20 brachten. Aber das war auch ein nervigen Atlantiker mit der Unterwasserseesteuerung, wo ich dann definitiv Ausdruck viel erwarten würde für Low-Ground-Gegner. Weil das Kämpfen dort ist eine Zumutung. Da müssen die Gegner einfach viel mehr
an Rentabilität abliefern, damit sich das wirklich rechtfertigt. Und ich bin froh, dass sie es getan haben, denn sonst hätte ich Ursula definitiv im letzten Part nicht so besiegt, wie ich es jetzt getan hatte. Vor allen Dingen, ich habe jetzt circa eine Stunde trainiert, 2 Level-Ups, das war schon okay. Ich gehe jetzt einfach weiter. Wie die im Hintergrund sich rumgewobbelt haben. Wobbel, wobbel. So. Plato, Platan, wie auch immer du hießt. Ah, ja, das ist es. There you go. This time it's sure to work. Der Kleine hatte Zeit, darüber zu laufen von hier. Wieso zur Hölle haben Sora, Donald und Goofy und Jack nicht zu schockiert und perplex, um irgendwas zu machen oder was? Ich schätze mal, ich muss jetzt auf den Friedhof, um das Herz zurückzuholen. Zero! After them, quick! Okay, also dort links entlang. Oh, neue Gegner. Bekämpfen. Ihr gebt definitiv auch ein bisschen mehr Erfahrung dann wieder. Aber ihr werdet auch stärker sein und stärker reinhauen und alles. Hey. Ja, ich muss wahrscheinlich auch noch viel bei Herkules machen. Nehme ich einfach mal an. So, erstmal einen Heil-Magie-Dings da einsetzen. Weil die hauen wirklich rein, so auf Dauer. Und die lassen auch genug Magie fallen, dass sich das dann auch wieder rentiert. Ich glaube, die sind hier reingelaufen, oder? Oh, Level Up für Sora. Habe ich schon wieder 1200 gesammelt? Ja, Mensch. Sehr schön. Nuzlocke hat definitiv ein bisschen was gegeben. Okay, hier kommen jetzt einige Gegner. Ja, die werde ich dann dementsprechend mitnehmen. Und dann die Tech-Punkte. Den Sonic Stoß werde ich jetzt nicht einsetzen. Sonic Stoß. Wie das mit Blitzra? Vielen Dank, dass niemand mehr in der Nähe war, als ich das ausführte. Hat mir wirklich gefallen. Nicht. Und das werdet ihr jetzt alle zu spüren bekommen. Dreckige Bande. Dreckige Bande. Yeah. So, hier haben die reingezeigt. Das bedeutet hier jetzt auf dem Weg, dort wo Sally war, Grabstein wieder, Friedhof, wie ich mir dachte. So passierte das also. Was machen die da? Das ist ein Übergang, oder? Ansonsten würde ich sagen, der Friedhof hat eine Erektion. Ich hätte niemals gedacht, dass ich diese Worte jemals in meinem Leben in dieser Reihenfolge gebrauchen werde. Unglaublich. Einfach nur unglaublich. Ich würde euch ja gerne einen Sonic-Stoß geben, wenn ihr nicht fliegen würdet. Dann hätte ich niemals treffen mit. Ich kann das nämlich in der Luft nicht ausführen, wie ich merke. Ah, ich genieße aber die Erfahrung, die ihr mir gebt. Noch mehr? Na, meinetwegen. Ich werde euch sowieso alle vernichten und dann können wir auch den Stoß nachsetzen. Ich sehe gerade gar nichts, aber es ist mir egal, denn ich töte. Und das ist unglaublich gut. So, so, zack. Noch mehr? Ich habe da nichts gegen. Ich bin definitiv der Letzte, der sich hier über Erfahrung beklagt. Manu, neu. Oh ja, wie schön man reinhaut damit alles. Und ich wollte mal ein bisschen Magieeinsätze wieder verbrauchen hier, weil ich ja mich daran erinnert habe, dass mein Schlüsselschwert Magie ja noch befürwortet und boostet. Gib mir die beiden Punkte da. Die geben nämlich sehr viel. Wie wir alle kleiner werden. So, wupp, und so reingesogen. So, und direkt zum Friedhof weiter.
Gar nicht erst gucken, was der Bürgermeister hier alles zu sagen hat. Fungi! Ach komm. Danke, ich wollte schon sagen, den werden wir doch töten, bevor er sich diesmal hartgesotten macht. Hartgesottener, bewaffneter Fungi. Achso, du hast schon deine Aura. Okay, das wird jetzt langsam knapp ein bisschen. Okay, scheint nicht so zu sein. Ich dachte, vielleicht greift die Abwehr irgendwie an und dann kann Magieschaden da durchkommen, aber ich glaube, das mit der Magie habe ich schon mal getestet. Wow. Dass der sich ja sauber auch gar nicht beeindrucken lässt hier. Hör mal auf, die ganze Zeit unsterblich zu sein. Das ist irgendwie asozial. Ich laufe nicht rum, du bist mein Maibaum. Ich laufe durch Kürbisse, um dich zu kriegen. So. Und jetzt wirst du bitte schön gekriegt. Au. Der wollte es schon wieder machen. So, da. Daran reiben, dann kriegt der Friedhof eine Erektion. Und wir können über die Mauer hopsen. Dieses Spiel ist echt unglaublich. Ich verpasse in den Friedhof eine Erektion, um über eine Mauer zu laufen. Nein. Sorry. Irgendwann haben wir ein Level erreicht, den ich nicht mehr kommentieren kann. Ich bin jetzt ruhig für das gesamte Let's Play. Tschüss. Muss ich dann jetzt Walkthrough über das Video schreiben? Ich werde sowieso nicht ruhig sein. Es war doch nur ein Spaß. So. Oben war noch mehr Flair-Gummi. Ah, hier unten haben wir auch noch ein paar mehr. Na, meinetwegen. Den Schockstoß können wir gerne noch einsetzen. Ich sehe zwar nie, was davor geht, aber irgendwas töte ich schon. Wenigstens habe ich jetzt einen Ausweg gefunden. Ich habe mich schon gefragt, wie ich mich aus diesem Ding hier befreien werde. Ich werde wahrscheinlich sehr bald reinkommen, vor allem, wenn ich den Schockstoß einsetze. Und was macht jetzt hier den Giftfurz? Fahrtgeist? Ghostfahrt? What the day? Okay, dann bist du halt der Erste, weil du fliegst und mich nervst. Autsch. Ich finde hier wirklich ein bisschen chaotisch in diesem engen Graben. Wenigstens geben die Lebensdrops und alles so ein bisschen was zum von wegen, lohnt sich. Kann man sich so drauf freuen dann. Okay, dann machen wir halt, ach komm. Daran kann man sich doch festhalten. Stell dich nicht so an, Sora. Okay. Wenn ihr unbedingt dran glauben wollt, dann sagt doch einfach Bescheid. Dann komme ich gerne zu euch und versohle euch auch den Hintern. Dann halt heilen. Wenn ich jetzt absolut nicht den Schneid habe, euch gegenüber zu treten. Absolut nicht treffe. Boah, ist das gerade. Stirb! Mann, nerv nicht! Ich habe definitiv genug von euch. Das muss ich sagen. Nicht, weil ihr mich als Gegner nervt oder so, sondern weil ihr tatsächlich gerade irgendwie alles abgewehrt habt. Aber nur diese beiden gerade. Wobei es nur dieser eine war eigentlich. Der andere hat nichts gemacht. Der hat nur nebenher gelebt. Wir sehen so komische weiße Partikel bei den Herzlosen, die sehen wir sonst nirgendwo. Die Herzlosen sind nicht nur schwarz, sondern schwarz-gräulich. Selbst die normalen Schattendurche, will ich damit sagen, haben ein Halloween-Town-Design verpasst bekommen. Man denkt sich da erst, ist wahrscheinlich nur normale Schattendurche, weil die dann nichts verändern müssen am Design, aber hast du gepfiffen drauf? Ich halte es für ziemlich wichtig, dass ich an die Kisten komme, weil ich meine, ich werde ziemlich viele Kisten brauchen, um freizuschalten, was ich an Nebenzeugs machen muss, um storygerecht zu werden. Kann schon sein, ich weiß nicht. Ich will es nicht herausfordern, dass ich das dann nicht gemacht habe. So. Wenn ich aber Kisten sammle, dann wird das eher so ein Zusammenschnitt wie bei den Stickern aus Birth by Sleep von Ventus, Aqua und Terra. Nur damit ihr Bescheid wisst.
werde euch ja nicht die ganze Zeit mitnehmen, weil das werden 30.000 Parts sein. Und ganz ehrlich, ich will mit Kingdom Hearts auch langsam ein bisschen vorankommen. Weil ich hier 30.000 Stunden nur das hier mache, wie ihr seht. Wenn das nicht klappt, ach egal. Ich habe später eine Ability, mit der ich super leicht rankomme. Aber dafür müssen wir erstmal die Welt abschließen. Das wird auch nichts bringen. Ich schätze mal, wenn ich da unten lang gehe, komme ich auch noch in ein anderes Gebiet. Ups. Mein Headset klemmt irgendwie gerade am Stuhl fest. So. I knew Oogie Boogie was behind this. It appears so. Aber das ist die Erkenntnis, die wir in diesem Part gewinnen werden. Steinbrücke. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Bitte um Kommentare. Dragline ist soweit over and out. Ich glaube, ich soll Donut mal einen Heal gönnen. Tschüss.